hier sind die News. Kurze Vorwarnung. Die nächste News müssen wir ausnahmsweise mal sehr schnappig präsentieren, denn um ehrlich zu sein, haben wir überhaupt keinen Bock, diese Geschichte schon wieder zu erzählen. Deshalb hier eine lieblose Kurzzusammenfassung. EA, Dungeon Keeper, Free-to-Play, In-App-Käufe, ultra-dreiste Abzocke, Manipulation im App-Store, Shitstorm, Achselzucken, Ende. Alles verstanden? Gut, dann können wir uns ja dem nächsten Thema widmen. Vielleicht eins noch. Wenn ihr EA-Chef Andrew Wilson das nächste Mal sagen hört, dass ein Unternehmen in Zukunft alles besser machen oder dass man fortan wieder respektvoller mit traditionsreichen Marken umgehen wird, glaubt dem Mann kein Wort. Den mit Abstand besten Test zum Dungeon Keeper Debakel haben übrigens die Kollegen von Superlevel gebracht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ihr erinnert euch bestimmt, dass Amazon Gerüchten zufolge eine eigene Spielekonsole entwickelt. Dabei handelt es sich angeblich um eine Android-basierte Plattform, die unter 300 US-Dollar kosten wird und durchaus als Konkurrenzprodukt für Xbox One und PlayStation 4 zu verstehen ist. Eine offizielle Bestätigung dieses hartnäckigen Gerüchts blieb uns das Unternehmen zwar bis dato schuldig, diese Woche kam aber wieder Bewegung ins Spiel. Der Versandhändler hat sich nämlich Entwickler Double Helix unter den Nagel gerissen. Unter anderem gingen Silent Hill Homecoming, das Xbox One-Spiel Killer Instinct und Strider auf das Konto der California. Das Killer Instinct Franchise bleibt indes bei Microsoft und wird laut eines offiziellen Statements in Zukunft von einem neuen Entwickler betreut. Awesome Victory! Zu lang, zu kurz oder doch genau richtig? In der zurückliegenden Woche gab es mal wieder hitzige Diskussionen über die Länge eines Spiels. Dieses Mal traf es Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und dessen gefeierten Schöpfer Hideo Kojima. Laut einer Aussage des Game Informer Magazins lasse sich das als Prolog für das später erscheinende Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain gedachte Spiel in weniger als 2 Stunden durchspielen. Und das bei einem Kaufpreis von etwa 30 Euro für PS3 und 360 und etwa 40 Euro für PS4 und Xbox One. Die Meldung erregte sofort die Gemüter vieler Spieler und nötigte Kojima dazu, via Twitter eine Erklärung zu veröffentlichen. Das Spiel sei demnach nur dann so schnell durchzuspielen, wenn man die 5 Nebenmissionen sowie die zusätzlichen Herausforderungen und den Wettbewerb mit anderen Online-Spielern komplett ignoriere. Ground Zeroes unterscheide sich des Weiteren grundlegend von den bisherigen Metal Gear Solid-Teilen und sei ein auf Wiederspielbarkeit angelegtes nicht-lineares Erlebnis. Wir lassen es einfach mal so stehen und freuen uns auch weiterhin auf Ground Zeroes. Die Entwicklung des neuen Need for Speed-Titels scheint gerade in Turbulenzen zu geraten. Mehrere Quellen haben gegenüber dem Spielemagazin Polygon bestätigt, dass beim Entwicklerstudio Ghost Games mehrere Mitarbeiter entlassen wurden. Außerdem wurde die Entwicklung an einem neuen Need for Speed gestoppt. Zuletzt arbeitete Ghost Games an Need for Speed Rivals. Außerdem sollte das Studio in Zukunft für die etablierte Rennspielmarke verantwortlich sein. Zuvor wurde Burnout-Entwickler Criterion Games mit Need for Speed Most Wanted beauftragt. Die meisten Mitarbeiter von Criterion wechselten schließlich zu Ghost Games für die weitere Entwicklung einer Need for Speed-Reihe, während die etwa 20 verbleibenden Criterion-Mitarbeiter an einer neuen Franchise arbeiten sollten. Erst vor wenigen Wochen wurde dann bekannt, dass die Criterion-Gründer Alex Ward und Fiona Sperry das Studio verlassen haben. Laut Polygon hat Electronic Arts den restlichen Mitarbeitern von Ghost Games angeboten, entweder eine Abfindung zu erhalten und das Studio zu verlassen oder bei der Entwicklung eines neuen Spiels von Dead Space-Entwickler Visceral Games zu helfen. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um ein neues Battlefield mit einer Polizeithematik. Ein EA-Sprecher sagte zu der Angelegenheit nur, dass der Publisher in eine Konsolationsphase für einige Stellen bei Ghost Games gestartet ist. Das Entwicklerstudio Interceptor Entertainment hat diese Woche eine Teaser-Seite für ein neues Duke Nukem-Spiel veröffentlicht. Darauf sieht man lediglich eine aufgerissene Kaugummipackung mit den Worten The Original Kick Ass und einem Countdown, der am 25. Februar endet. Darunter gab es einen Alien-Text, den User entziffern mussten, was nicht sonderlich lange gedauert hat. Der Text besagt, dass der Duke sein Next-Gen-Debüt im Top-Down-Action-Rollenspiel Duke Nukem Mass Destruction feiern wird. Erscheinen soll die für den Duke ungewöhnliche Genre-Mischung für PC und PlayStation. Das Spiel wird auf der Unreal Engine basieren und der Duke muss den Präsidenten vor einer apokalyptischen Alien-Bedrohung retten. Zuvor hat Interceptor Entertainment an einem Remake von Duke Nukem 3D namens Duke Nukem 3D Reloaded gearbeitet. Das Projekt wurde 2011 aber aufgrund von Differenzen mit Duke Nukem Forever Entwickler Gearbox wieder eingestellt. In der Zwischenzeit hat der dänische Indie-Entwickler ein Reboot des Oldschool-Shooters Rise of the Triad veröffentlicht. Noch wurde die Entwicklung an Duke Nukem Mass Destruction nicht bestätigt. Duke, we've got your green power armor over here and ready to go. Power armor is for pussies.
Diese Woche gab es die Meldung, dass der Remember Me-Entwickler Dontnod bankrott sei. Nun hat sich der CEO des Unternehmens Oscar Gilbert gemeldet und diese Gerüchte dementiert. Laut Gilbert ist das Studio nicht bankrott und die finanziellen Schwierigkeiten, die es durchaus gegeben hat, liegen nun in der Vergangenheit. Dontnod befindet sich in einem gerichtlichen Reorganisationsverfahren. Das Studio wird sozusagen neu zusammengestellt, um die künftige Produktion der aktuellen Situation anzupassen. Die Macher von Remember Me arbeiten also auch künftig an neuen Projekten und stehen laut Gilbert kurz vor einem Deal mit einem großen Publisher, über den er noch nichts Genaues sagen konnte. Wer das PS3 und Xbox 360 Action-Adventure Remember Me also mochte, darf nochmal beruhigt durchatmen. Sega hat diese Woche die neue Vision für Sonic enthüllt. Die kommt in Form eines neuen Spiels für die Wii U und den 3DS, einer Fernsehserie, Spielzeug und einem neuen Design für Sonic und seine Freunde. Der blaue Igel und seine Crew sind jetzt deutlich schlanker und größer geworden. Außerdem tragen sie Bandagen um Arme und Beine, Sonic trägt jetzt einen Schal und überhaupt soll das Ganze wohl deutlich cooler sein als vorher. Das Internet hat bereits äußerst amüsant auf das Redesign der beliebten Franchise reagiert und sagen wir es mal so, es kommt jetzt nicht gerade so gut an. Das neue Spiel Sonic Boom kommt von Entwickler Big Red Button, der von Ex-Naughty Dog-Entwickler Bob Raffaele gegründet wurde. Der 3DS-Ableger wird wiederum von Sansaro entwickelt. Sonic Boom soll in der Kampagne im 2-Spieler-Koop zu bewältigen sein. Weitere Spielmodi unterstützen bis zu 4 Spieler. Der neue Teil der beliebten Jump'n'Run-Reihe basiert zudem auf der CryEngine 3 und soll deutlich offenere Level bieten als seine Vorgänger. Wir finden das neue Design von Sonic jetzt auch nicht gerade überwältigend, das Spiel sieht aber durchaus spaßig aus. Das waren die Giga-News für diese Woche. Wer mehr will, kann zum einen dort das Trivia gucken und auf der anderen Seite das Giga-Secret-Format. Da geht es um Easter Eggs, ist neu gestartet, sehr, sehr toll. Und wer mehr News möchte, kann sich den Podcast anhören. Da passiert auch noch eine ganze Menge.